Wenn sich Russen über das Weltgeschehen informieren, ist das Fernsehen noch immer die wichtigste Quelle. Doch wo schauen die Russen Nachrichten? Welche Sender sind beherrschen und welche Ausrichtung haben sie? Bei uns erfahrt ihr es. Bei russischen TV-Nachrichten gibt es einen Anbieter, der ganz klar dominant ist. 72% der Russen gaben bei einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Levada vor kurzem an, auf dem Pervi-Kanal, dem staatlich-russischen ersten Programm, mehr oder weniger regelmäßig News zu schauen. Hier werden damit natürlich auch Meinungen gemacht, regierungsnah, ebenso wie bei Rossiya AT, dem zweiten Staatskanal, dessen News 46% der Russen immer wieder anschauen. Diese Nachrichtensendungen haben wirklich vergleichbare Marktanteile wie in Deutschland die Tagesschau oder heute. Eine große Tradition im Nachrichtenbereich hat der ursprüngliche Privatsender NDW, der bei Nachrichten auf 40% Zuschauer kommt und seit 2001 Gazprom gehört, wiederum mehrheitlich einem Staatsbetrieb. So sind die größten echten staatsunabhängigen Privatsender mit bedeutenden Nachrichtensendungen der Pjati-Kanal aus St. Petersburg und RenTV. Beide werden von etwa jedem fünften russischen Zuschauer angesehen. Auch betont regierungskritische News gibt es auf Russisch. Gesehen werden sie in Russland eher selten. Wie vom kleinen Sender Dosht, auf Deutsch Regen, der in westlichen News gern als Quelle aus Russland genannt wird, aber nur von etwa 2% der Russen geschaut. Auf ähnliche Marktanteile kommen auch Auslandssender in Russland wie die BBC und übrigens auch RT, Russia Today, das ja ein betontes Pro-Regierungs-Auslandsfernsehen ist, auch wenn es den Kanal auf Russisch ebenfalls gibt. RT-Werbung sieht man in Russland vor allem da, wo Touristen aus dem Ausland herumlaufen, die eher die Zielgruppe des Programms sind. Übrigens gab gegenüber Levada nur jeder zehnte Russe an, überhaupt keine TV-Nachrichten zu schauen. Nur in einer Gruppe war der Anteil dieser Leute über einem Viertel stark, bei den 18- bis 24-Jährigen, die gerade die News der Marktführer seltener schauen. Wir hoffen, ihr schaut weiter uns mit unabhängigen Infos aus Russland, wie etwa Mittwochs über unsere Videoredakteurin Anna Smirnova aus St. Petersburg. Ihre Videos unter dem Link. Abonniert uns für News direkt aus Russland.